Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Deratech. Ja, heute kümmern wir uns mal um den Verschrotter, den ich geplant habe. Weil irgendwann muss ich das ja machen, auch wenn wir den nicht zwingend benötigen, da wir hier ja noch genug Kleingeld haben. Und ja, dafür bauen wir uns jetzt erstmal irgendwie ein kleines Vehikel, damit wir da sauber drin manövrieren können. Muss nichts Anspruchsvolles sein. Hauptsache wir können ein bisschen rumfahren. Huch. Wenn die Räder nicht immer das machen wollen. Hoppala. Machen würden, was sie wollen. Wäre auch eine lustige Idee, so rumzufahren, ne? Mit den Reifen nach unten. So, weiter. Dann fangen wir mal damit an, unsere neue Base einzurichten. In welches Eck hätte ich denn gerne meinen Verschrotter hier rüber? Na gut, das Wichtigste ist erstmal, dass wir irgendwie Lieferkanonen ranschaffen. So. Und ein oder zwei Quests würde ich gerne diese Folge auch noch machen. Da können wir direkt mal einen Beschleunigungsregler, also einen Geschwindigkeitsregler dran klatschen. Und den mal voll aufdrehen. So. Das Schöne daran ist hier, dass wir hier eine ganze Menge ebenen Boden haben. Dass die Fabrik hier nicht so gerade wird. Das ist doch ein kleiner Jammer, aber hey. So. Dann benötigen wir eine Raffinerie. Und ich sehe gerade, ich habe es genau falsch umgesetzt. Passiert. Rot ist der Eingang. Nee, ich meine, ist der Ausgang. Lass ich mal bitte so drehen, dass es passt. Hey, ja, 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 ja. Ja, doch so. Schade, dass ich nicht eben zur Wand produzieren kann. Ich meine, basteln. Dafür hätte ich halt zwar die Lieferkanone ordentlich ausrichten müssen, aber hey, das spielt jetzt auch keine große Rolle. So. Dann kommt jetzt eigentlich nur noch die Verschrottungseinrichtung. Ja, und wir haben langsam Tag, das ist gut. Hier. Mit den Verschrottern brauchen wir es auch nicht übertreiben. Was ist denn dein Problem, Kleiner? Hm? Hätte ich dich zuerst platzieren sollen? Sieht fast danach aus. Ja, und ich dachte, der Boden wäre eben. Ah, so geht's. Und du verziehst dich mal. Natürlich muss man auch den Eingang bzw. den Ausgang richtig hindrehen. Gut, hier verschrotten wir GSO-Teile. Brauchen wir noch einen Geokopfverschrotter. Weil hätte ich mit dem anfangen sollen. Moment, Herstellungsblöcke. Wo haben wir denn hier einen Verschrotter hier? Ja, da oben an den Eingang hochzukommen, das wird ein Problem. Vor allem, wenn ich die ganzen Teile falsch setze. Ich muss da ein bisschen weiter zurück. Das wird niemals funktionieren. Moment. Bloß blöd, dass ich halt jedes Mal hochscrollen muss. So, machen wir es einfach mal so. Was zur Hölle mache ich denn da schon wieder? Nee, komm, nehmen wir mal die Steilwand. Habe ich da noch irgendetwas? Ja, wir müssen noch eine Etage weiter hoch. Na komm, dreh dich.
Ach, der geht abwärts. Und ich glaube, das hier ist zu hoch. Kompliziert, kompliziert. Moment. So. Oder ich mache dafür eine eigene Verschrottungseinrichtung. Wahrscheinlich müsste ich noch ein paar Bänder nachkaufen, wie es aussieht. Das finde ich jetzt nicht so prickelnd. Na komm, kaufen wir nach. Wir haben es ja. Nun gut, dann kaufe ich ein paar von den Dingern hier. Ach, da hinten sind sie gelandet. Ich habe mich schon gewundert. Von mir aus kaufe ich auch noch ein paar von denen. Die sind ja relativ günstig. Oh, wo waren denn die Stallwände? Bin ich blind? Ach, hier. Ich hoffe, dass ich das da noch rangeklatscht bekomme. So, Herstellung. Ne, da war es schon. Ah, ich weiß, wie ich das hinbekomme. Ich muss einfach nur hoch genug gehen. Gehst du mal beiseite. Knapp daneben ist auch vorbei. So. Jetzt können wir Geocop-Zeugs verschrotten. Und ja, wir müssen da noch einen Bypass schaffen für Sachen, die nicht raffineriert werden müssen. So, weiter. Ich weiß, das wird, sieht aber ein bisschen primitiv aus. Ist es auch. Wird es auch sein. Aber richtig viel mehr notwendig haben wir nicht. Wie gesagt, so viel werden wir auch nicht so oft verschrotten. Und ja, da muss ich das Dingskirchen ja auch mal ein bisschen höher setzen. Ist aber nicht ein kein Problem. Einfach nur auch drei hoch. Und das von der Symmetrie her passt. Und dann stelle ich fest, dass ich es da nicht anklemmen kann, weil ich zu dicht am Geocop-Ding dran bin. Ja dann, zurück ans Reißbrett. Gehen wir halt ein paar Meter weiter. Und gut ist. Ich dachte schon, wir hätten ein Problem. Na komm. So, damit ist auch das Teil hier angeschlossen. Dann brauchen wir einen Venture-Verschrotter. Der sollte ein bisschen handlicher sein. Aber weißt du was? Das machen wir mal ganz anders. Meine Türme rasten draußen wieder aus. Das bauen wir dorthin. Hat halt einen etwas längeren Weg. Eieieiei. Man kann es auch übertreiben. So. Wo ist mein Venture-Gerät? Lieferkanone, Raffinerie, Fabrikator, Verschrotter. Und dann kommt als nächstes der von Better Future, auch wenn ich nicht einsehe, dass ich was von Better Future verschrotten soll. Bauen wir den trotzdem mal der Vollständigkeit halber an, falls ich einen im Besitz habe. So,
Better Future. Hier, immerhin einen. Da sehen wir schon den Ausgang. Und ja, auch den werden wir ein bisschen höher setzen müssen. Vielleicht hätte ich mehr Rampen holen sollen. So, wunderbar. Hat Reticular Research auch schon einen Verschrotter? Ja, tatsächlich. Wie ist denn der aufgebaut? Ich glaube, den kann ich hier einfach so auf den Boden hinsetzen. Nee, kann ich nicht. Auch da müssen wir ein bisschen höher. So. Nehmen wir unsere letzten zwei Gerätschaften. Die reichen auch. Wenn man sie richtig rummontiert, wohlgemerkt. So. Sehr gut. Damit können wir jetzt alles verschrotten, was wir haben, beziehungsweise was wir nicht mehr brauchen. Allerdings haben wir hier ein kleines Problem. Und zwar folgendes. Ja, draußen wird rumgeballert. Wenn das hier, wenn wir irgendwas Hochgradiges verschrotten, dann wird es hier nicht durchgehen. Dafür könnten wir ja mal den Filter nehmen. Filter, Filter, Filter. Verteiler, nein. GSO-Filter. Das bauen wir direkt hier an. So. Wie kann ich dem sagen, dass er alles... Gruppe filtern hier. Nur Komponenten filtern. Alles klar. Ich glaube, das werden wir dann noch umdrehen müssen. Ich hoffe, das Band lässt sich auch umdrehen, ohne dass wir alles umdrehen. Gut. So. Band. Und damit ist unser Verschrotter endlich soweit fertig. Sieht nicht schön aus. Ist auch nicht schön, wird höchstwahrscheinlich bald zerfetzt, wenn wir hier nicht noch irgendwie einen Turm hinbauen. Aber ja, es funktioniert so. Nehmen wir mal... Ach ja, ich muss brauche noch was für normale Ressourcen. Ich meine für verarbeitete... Jetzt haben wir noch ein Problem. Die ganzen Storage schon jetzt draußen. Moment. Wenn ich das alles manuell einsetzen muss, dann wird das nichts. Und guck mal, das ist halt das nächste Problem. Ich brauche einen neuen Filter. Das hätte ich jetzt beinahe gar nicht bedacht. Nee, da geht nicht alles hin, aber Ressourcengruppe, nur raffinierte Blöcke, gut. So, die Komponenten gehen dann bereits durch. Da seht ihr jetzt, was die Megatonnen so an Ressourcen an reinbringen. Da macht's dit. So, dann muss ich das Band hier noch drehen. Und es funktioniert. So, nochmal das Ganze. Ja, wegen dem Storage schon jetzt an den Türmen. Da muss ich mich um irgendwas kümmern. So, wenn wir jetzt hier ein paar normale Teile nehmen. Die müssen ja noch die Sachen veredeln. Das passt wunderbar. Dasselbe haben wir hier bei unserem Geokopfverschrotter. Auch der funktioniert einwandfrei. So ein paar mechanische Teile. Jawohl. Ja, eigentlich muss ich es gar nicht demonstrieren, oder? Ihr seht ja, wo der Trend hingeht.
Im Großen und Ganzen können wir jetzt alles zerstückeln und wenn wir wollen, noch mehr Geld generieren. Ich hätte alles in Kies Ecke hinbauen sollen. Venture ist an sich uninteressant. Und von Better Future werde ich nichts zerschrödeln, zerschronnen. Bleib mal hier. Ja, die ganzen Storage schon jetzt hier in der Nähe, die muss ich mal eliminieren. Und hier bei Zeiten für einen Sicherheitsturm hinstellen. Falls hier doch mal ein Gegner landet. Kann ich noch einen spawnen? Neuen Tech einsetzen. So. Und dann müssen wir uns auch irgendwie mal die ganzen Teile hier verdienen. Du bleibst hier, Freundchen. So, jetzt können wir offiziell verschrotten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben in dieser Folge. Das ist wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Dementsprechend würde ich mal sagen, machen wir vielleicht noch ein, zwei Quests. So, weg damit. Genau, lass dich mal von dem Turm jetzt zerstückeln. Wenn die Teile auch mal direkt eingesammelt. So, wir haben hier noch eine Lieferkiste. Die könnten wir uns mal kümmern. Das wird prima. Jagdtrop, abgeworfene Fracht und eine Trickkiste. Ist da vielleicht noch mehr im Petto? Rivalenbasis. Wie? Na komm, die Quest da hinten, die wartet ja schon seit Ewigkeiten und die kümmern wir uns zuerst. Und dann ballern wir einfach mal alles aus dem Weg. Ach, die armen Gegner. Ich glaube, in der Kiste werden Gegner drin sein. Ich habe hier gerade geschossen, mal ein paar Bäume hier zu eliminieren. Ja gut. Habe ich es mir doch gedacht. Ein paar Gegner, die Stress suchen. Weil die sollten ja gleich mal erledigt sein. Und ja, mit der mittleren Maustaste Gegner einzeln selektieren geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwas bei mir in den Einstellungen verändert hat. Weil ihr wisst ja, bei mir ist das Spiel ja besonders buggy. Zum Beispiel die Zeiten, wo wir halt keine Text speichern konnten. Lass mich mal bitte hier ein paar Storage schon jetzt platzieren. Das geht schneller, als wenn ich hier jedes Drum einzeln anfahre. Alles werden wir eh nicht bekommen. Die ganzen Ressourcenblöcke, ich glaube, die werden wir zerschrotten, weil craften ist ja nicht so unser Fall. Weil die ganzen Ressourcen irgendwie hier gelagert zu haben in einem Silo oder so, das frisst einfach nur viel zu viel Performance. Solange YouTube keinen großen Umsatz macht, dass ich mir hier einen NASA PC plus 2 leisten könnte oder so, wird das höchstwahrscheinlich auch nichts. So, dann machen wir mal die hier schnell platt. Ist das hier die Rivalenbasis? Gut, die haben gesagt, ich soll sie erobern, aber... Ja, mei. Ich werde die hier eh nicht nutzen. Willst du dich reparieren lassen? So. Und damit haben wir wieder eine Base eingenommen. Die sieht der einen Base aus unserer ersten Gegend ziemlich ähnlich, aber wie gesagt, die werden wir nicht nutzen. Im schlimmsten verbauen wir uns da was Eigenes zusammen. So, aber alles mal eingesammelt. Vor allem die ganzen Megatonnenkanonen. Ach ja, ich bin noch verankert. Huch. So.
Haben wir das hier ruckidizuck erledigt. Na komm, du kleine Blase, du kommst mal mit. Da muss sich der Papa selber drum kümmern. Naja, um die kleine Knarre hier kommt es mir auch nicht drauf an, aber hey, die paar Sekunden kann ich noch abwarten. Die zwei Blöcke sind buggy, die lassen sich nicht einsaugen. So, mal gucken, ob dann jetzt, wenn wir die ganze Base hier drin mal eingenommen haben, ob da drin auch irgendwelche Gegner spawnen. Dann sollten wir gleich mal das Missionsgebiet da drüben aufsuchen. Wenn schon mal hier in der Nähe ist, ne? Hier müsste dann hier irgendwie eine Kiste rumliegen oder so. Ach Quatsch, hier muss ich gar nicht schnell finden. Richtige Konsequenzen gibt es hier noch gar nicht. Das war ja einfach. Und dann kommt man hier alles mit. Ich habe auch schon überlegt, ob wir diese Ressourcenklumpen auch mal hernehmen sollten, vielleicht ein Dach daraus bauen, sodass richtig dekadent ist. Habt ihr eine Meinung dazu? Wenn ja, dann schreibt sie in die Kommentare. So, kriegen wir den Jagdtrupp noch down? Ich glaube nicht in diesem Tempo. So, das Triebwerk nehmen wir dankend an. Ach nee, das dauert wieder ewig. Ich glaube, das schaffen wir zeitlich nicht mehr. Dementsprechend, meine Schnuffels, beenden wir die Folge jetzt mal an dieser Stelle und heben uns die Quest für die nächste Folge auf. Ich muss erstmal überlegen, wie wir hier drin weiter verfahren. Ob wir da jetzt erstmal eine Ressourcenquetsche hinbasteln. Ressourcenquetsche, ich meine natürlich. Naja, eigentlich brauchen wir da drin nichts anderes, außer den Verschrotter momentan. Sagen wir nichts eigenes craften wollen. Naja, wir werden sehen. Muss ich mir halt noch Gedanken zu machen. Also, bis denne. Tschö. Mö. Ein herzliches Dankeschön an Mistress Luna und die Kanalmitglieder für euren Support. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ihr seid spitze.